Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Auch wenn wir mittlerweile wieder auf der Erde sind, besser gesagt im Wilden Westen. Und da müssen wir jetzt Fallen sammeln. Ich habe offscreen mal nachgeschaut und ja, man kann noch mehr Fallen sammeln. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir uns jetzt möglichst viele holen können. Ich habe keine Ahnung, wie viele man insgesamt bekommen kann. Ihr seht schon, ich gehe jetzt hier erstmal nach unten. Und hier können wir erstmal nochmal ein Eichhörnchen fangen. Doofes Vieh. Bleib doch mal stehen. Du fängst ein Eichhörnchen. Sehr schön. Wir müssen übrigens nicht zurück zum Trapper. Das passiert ganz automatisch. Hier hinten findet man noch ein Seil. Das ist gut versteckt. Das habe ich auch vorhin gar nicht gesehen. Hier hinten den Kadaver können wir ebenfalls mitnehmen. Sehr schön. Das läuft doch bisher ganz gut. Wir können ja außerdem auch nochmal eine Moorrübe dann, glaube ich, später irgendwo rausziehen. Hier hinten ist auch noch was. Spitze Stöcke. Die habe ich ebenfalls noch gefunden. Und dann gehen wir wieder zurück nach oben. Es reicht einfach, wenn wir bis zum Zeitlimit, naja, ein bisschen was gefunden haben. Den hole ich mir dann auf dem Rückweg. Ich hole mir erstmal hinten die Falle. Dann da vorne das Seil. Die Bärenfalle noch. Dieses komische Eichhörnchen dann. So, komm schon. Dann hoffe ich einfach mal, dass es sich nicht... Es trollt natürlich schon wieder. Oh, Troll. Es ist ein Trollhörnchen. Es ist kein Eichhörnchen, sondern ein Trollhörnchen. Komm, Troll. Trolliges Eichhörnchen. Du bist nicht drollig, sondern trollig. Ah, falsche Richtung. Du fängst ein Eichhörnchen, sehr schön. Dann hier oben noch die andere Bärenfalle. Und dann ist die Frage, können wir noch irgendetwas finden? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wir können ja unsere Zeit nutzen und noch ein bisschen durch die Gegend laufen. Finde ich hier vielleicht noch irgendetwas? Nein. Kann ich das da unten? Nee, das liegt irgendwie ganz abseits. Ich wüsste nicht, was ich hier jetzt noch mitnehmen kann. Ah, den Stein, ja, logischerweise, den habe ich jetzt gerade komplett vergessen. Und dann war es das, glaube ich, auch soweit. Na gut, wir haben jetzt sowieso nur noch 5 Sekunden Zeit. Da können wir auch einfach direkt zu ihm. Jawohl! So. Gute Arbeit, Greenhorns. Damit kann ich die Gegend mit 8 Pfeilen bestücken. 200 Erfahrungspunkte, sehr schön. Das ist doch schon doppelt so gut wie beim letzten Mal. Dann können wir uns jetzt eine noch etwas längere Sequenz mit noch mehr tödlichen Pfeilen ansehen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Danach haben wir es nur noch mit 4 Banditen zu tun. Das sollte eigentlich machbar sein. Naja, ja, je schneller sie da hinkommen, desto eher haben sie das Gold, ne? Ja, seht euch meine Schuhe an! Weiter! Geil, ey. Ein tollwütiges Eichhörnchen, erbarmen! Geil, ey. Ach ja, sie haben das Eichhörnchen mit der Tollwut von dem Fußkadaver infiziert. Ich verstehe schon. Ja, jetzt werden sie einer nach dem anderen weggezogen. Aber der Anführer ist jetzt eigentlich weg und ein... Ich werde so enden wie Opa! Geil, ey. Ich frage mich, ob wir noch mehr finden können, weil... Wir sehen ja, dass der Kampf mit nur 2 beginnt. Aber wo die beiden anderen Fallen sein sollen, keine Ahnung. Ich denke mal, das müsste so eigentlich reichen. Seh an, ein paar von euch Halunken haben es doch noch auf meinen Berg geschafft. Ganze 4 Stück, aber gerade waren es eigentlich nur 3. 8 von uns magst du dran gekriegt haben, alter Mann, aber der Rest von uns wird's dir jetzt zeigen. Halt, niemand vergreift sich an meinen Rekruten. Na, wenn du dich da mal nicht irrst, Freundchen, auf ihn! Präriesträucher erscheinen 4 Stück, das ist jetzt auf jeden Fall schon wieder machbar. So, dann probieren wir jetzt nochmal unsere Strategie aus wie vorhin und vielleicht funktioniert es jetzt. Ich kann es nur hoffen. Ich meine, die werden uns immer noch echt eine Menge Schaden machen und wahrscheinlich wird trotzdem noch einer sterben. Oh, komm schon. Ja, Glück gehabt. Die Fäuste schwingen ist auf jeden Fall nicht ganz sinnlos, aber das ist ziemlich sinnlos. Der einzige Vorteil ist, dass es den Gegner schockt und auch Eis sollten wir nicht benutzen. Dann benutzen wir Schwinger, Hieb, Quetschsprung, das geht denn alle nur auf einen. Dann eine Brüllfratze. Dann darf Eleonore mal alle heilen. Das hat sie schon lange nicht mehr gemacht, denn die letzten Mal ist sie immer gestorben. Und beim allerletzten Mal, da hat sie als einzige überlebt. Das war auch nicht... Feuerball geht natürlich nur auf einen, Flammensturm soll es sein. Will eins gleich klarstellen, bin viel schlimmer als die furchtbarste Falle. Ah! Okay, sie sind leider immer noch schneller als wir, das ist ganz schlecht.
Okay, es kann sein, dass ich es nochmal machen muss. Gut, dann nochmal Schwinger, Prüfratze. Ich probiere einfach weiter. Vielleicht haben wir ja irgendwie eine Chance. Kreatur bricht zusammen. Es ist ganz schlecht. Ich stolz jetzt zum Glück greift der Markt. Nein! Die sind schon ziemlich low, aber nicht low genug. Dann müssen wir es noch einmal versuchen. Das ist dann doch schon wieder minimal frustrierend, aber nur ganz minimal. Holen wir uns hier direkt erstmal den Stein. Mal gucken, ob ich es wieder schaffe. Also auf 4 müssen wir es schon runterkriegen. Und selbst 4 ist immer noch super, super schwierig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass diese Präriesträucher ein bisschen schwächer sind. Sie hätten vielleicht noch irgendwas. Nee. Dann versuchen wir wieder das tollwütige Eichhörnchen, das gerade eben irgendwie über den Bildschirmrand geklettert ist. Die Dinger machen mich sowas von fertig. Bleib stehen! Oh Mann, ey, das hat echt viel zu viel Zeit gekostet. Spitze Stöcke. So, hier war doch vorne irgendwo noch ein Seil, da hinter dem Baum. Okay, ja, das geht doch, sieht doch bisher ganz gut aus. Das andere Eichhörnchen wird wieder mal am schwierigsten. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. Beim letzten Mal hatten wir auch noch ein paar Sekunden übrig. Ich weiß, du willst mit, aber du musst dich noch ein bisschen gedulden. Erstmal die wichtigen Sachen holen und nicht am Baum festhängen bleiben. So, das sollte jetzt eigentlich noch im zeitlichen Rahmen sein. Ja. Das hier holen wir uns dann gleich noch. Es wird schon nicht weit rennen, hoffe ich einfach mal. Da ist es. Da ist es. Na los! Ach, sehr schön. So, habe ich jetzt auch irgendwas übersehen? Ich denke es ehrlich gesagt nicht. Na gut, dann ein weiterer Versuch und jetzt einfach Gruppenheilung mit Eleonore. Okay, da haben wir wieder unsere 8 Fallen zusammen. Das ging ja eigentlich verhältnismäßig schnell. Also von daher. Gut, dann soll das hier wieder kein Frustrationspart werden, sondern diesmal werden wir es auf jeden Fall schaffen. Und zwar indem Eleonora sich einfach, also einfach alle heilt. Das wäre echt gut. Vielleicht hätte ich auch einfach vor dem Kampf nochmal ein paar Gegenstände verteilen sollen. Ach, es ist zu spät. Wir müssen es einfach so nochmal probieren, ansonsten muss ich wohl einen Cut machen. Ich glaube auch, bisher dürfte es gar keine Tonaussetzer gegeben haben, also von daher alles top. Im letzten Part haben dann irgendwie 12 Sekunden oder so gefehlt. Da ist schon echt eine ziemlich lange Pause zwischen dem Fade-Out und Fade-In, aber na gut. Das konnte der Real Troll ja nicht ahnen und ich auch nicht. Ich weiß bisher immer noch nicht so wirklich, woran es liegt. Selbst meine technikversierten Freunde konnten es mir nicht beantworten und auch in den Kommentaren. Naja. Der Vorteil ist, ich habe die nächsten Wochenenden mehr Zeit, als ich ursprünglich mal gedacht habe. Und der Vorteil ist, dass ich diese Zeit auch sinnvoll nutzen werde. Vielleicht finde ich in der Zeit auch irgendwie ein cooles neues Aufnahmeprogramm. Ich kann es einfach nur hoffen. Oder vielleicht kann ich meine Probleme irgendwie auch anderweitig lösen. So, Schwinger. Quetschsprung. Und direkt. Die Musik ist jetzt direkt so viel leiser, dass es mir so vorkommt, als würde es fast schon so vorkommt, als würde keine Musik spielen. Okay, der greift doch normal an. Ja, Schnellschuss, schlecht, ja. Eleonore schon wieder ziemlich down. Aber wir sind am Zug. Können uns auf jeden Fall erstmal heilen. Sehr schön. Das müsste, denke ich mal, auch soweit gereicht haben. Naja, es ist nicht jeder wieder voll, aber so fast. Sehr schön. Ausweichen ist immer gut. Ach, der Gegner war geschockt. Das ist noch besser. Ja, das schaffen wir jetzt auf jeden Fall. Ärgert mich ein bisschen, dass ich die Runde verschwendet habe, dafür, dass ich Eleonore schneller gemacht habe und es irgendwie nicht so viel gebracht hat. So, Quetschsprung auf den nächsten, Gruppenheilung weiterhin und Flammensturm. Ach, wenn einer geschockt ist und einer daneben schießt, dann ist es wirklich optimal. Und jetzt sind schon alle wütend, weil alle low sind. Das gefällt mir sehr gut. Ah, da bricht schon der erste zusammen. Schmerzensschreie, wie ich sie vermisst habe. Gruppenheilung, warum nicht? Und Feuerball. Wir sollten sie jetzt eigentlich geschafft haben, aber wir heilen uns lieber, damit wir das dann nicht außerhalb des Kampfes machen müssen. Das müssen wir aber trotzdem.
Sieg, 1100 Erfahrungspunkte, 300 Taler und eine Wundsalbe. Und von Magwitz erreicht Level 27. Und Eleonore ebenfalls. Eisen erreicht Level 26 und lernt Flammeninferno. Sehr schön. Hahaha, da ist keiner mehr übrig geblieben. Wir sind ein großartiges Team. Und sei nicht so eifersüchtig. Du bist und bleibst mein liebster Kamerad. Ihr wart mir eine wirklich ordentliche Hilfe, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob ich ganz allein so leicht mit den Scheuchen fertig geworden wäre. Wartet einen Moment, ich will nur schnell die Gegend säubern. Ich mag es nicht, wenn in allen Büschen Schurkenteile hängen. Bekommen wir jetzt noch was von seinem Gold? Voll Teufel, den hat's aber arg erwischt. Da ist ja nicht mal mehr oben und unten auseinanderzuhalten. Nach einer kleinen Weile, angefüllt mit Gebrabbel und notwendigen Naturverschönerungsarbeiten, kehrt Lederstrumpf zu euch zurück. Jetzt ist die Gegend wirklich schurkenrein. Habt nochmal viel Dank. Ich sag euch was. Ihr habt euch da etwas verdient. Kommt einmal mit. Ich hoffe, es ist Gold. Es kann nur Gold sein. Oh! Speichern und F12. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum. Einfach, damit die Musik nochmal von vorne losgeht. Ich weiß, es ist verrückt, aber ja. Bei dem Anblick könnt ihr wohl verstehen, warum die Sträuche so hartnäckig meinen Berg berannten. Schätze, er sitzt auf einem Schatz. Famoses Blinken überall. Gefällt. Es ist wirklich eine ganze Menge, die ich aus diesem Berg gekratzt habe. Und dass ich immer noch auf meinen Schätzen sitzen kann, habe ich teilweise euch zu verdanken. Ihr habt euch einen Anteil daran redlich verdient. Lebt das als Dank. Du erhältst eine ordentliche Menge Geld. Gold, die nicht weiter spezifiziert wird. Gebt ihr den Ruck. Für dich und den Esel bleibt noch genug. Da nehmt die ganze Kiste. Du hältst eine enorme Menge Gold. Das ist ein durch und durch ernstzunehmender Schatz. Katsching, bling, bling. Und falls ihr nach all den Anstrengungen müde seid, haut euch auf meiner Pritsche ruhig aufs Ohr. Firma dankt, will ihn nun aber drängen, endlich als Rekrut der besprochenen Sache zu dienen. Wie gesagt, ich und der Esel sind reisefertig. Und da mein klitzekleines Problem gelöst ist, steht mir nichts mehr im Weg. Ich bin euer Mann. Du hast einen von 7 Ellen gewonnen und da gibt's erstmal ein schönes Klatschen und 100 Erfahrungspunkte. Ich schnüre hier noch meinen Kram zusammen. Sagt mir einfach Bescheid, wenn es losgehen kann, Freunde. So, sehr schön. Dann wieder speichern und auch wenn es echt bekloppt ist, aber wir müssen halt nochmal laden. Okay, er schnürt seinen Kram zusammen. Damit springen sich so ein paar Stollen fast wie von selbst an harten Fels. Wisst ihr was? Nehmt, was davon übrig geblieben ist. Ich brauch's ja ohnehin nicht mehr. Firma dankt! Du hältst eine Dynamitkiste. Damit können wir bestimmt noch irgendwas Cooles machen. Der ganze Stollen quillt vor Goldstaub nur so über. Ein Winchester-Gewehr, das ist wirklich mickrig. Der flackernde, lohe, stete Nahrung. Was? Der flackernde, lohe, stete Nahrung. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Kreatur ist mir überlegen. Nur ein paar Trapper-Utensilien. Ersatzwaschbärenschwänze, vorgemuffte Lederware aus dem Hause, fleckiges und speckiges, ein Wörterbuch für Eselslaute und andere Dinge. Awesome. Eine wollig weiche Wolldecke. Nein, eine wollig weiche Wolldecke. Boah, dieser Zungenbrecher hier. Möchtest du schlafen? Ja. Und damit starten wir die Musik wieder von vorne. Hey, das ist perfekt, da muss ich nicht mehr 12 drücken. Ausgetrickst, Game. Ich hab dich ausgetrickst. Sehr schön. Dann können wir jetzt eine Notiz lesen, die hoffentlich voller interessanter Informationen sind. Oh, ich habe sogar angefangen, auf einem anderen Slot zu speichern. Minentagebuch, erster Tag. Dieser Esel hat ein goldenes Näschen. Während ich nach Wasser suche, schaut er ein wenig an der Bergflanke herum und legt eine Goldader frei. Minentagebuch, zweiter Tag. Das Gestein ist zäh und widerspenstig. Es wird mich große Mühen kosten hier. Lektüre einstellen, komplett unspektakulär und wenig spannend. Sehe doch bereits mit eigenen Augen, wie die Sache ausgegangen ist. Das tun wir allerdings in der Tat. Die Frage ist jetzt natürlich, wo wir jetzt am sinnvollsten weitermachen, weil ich habe jetzt absolut keinen Hinweis, wo wir jetzt eigentlich genau weitermachen könnten. Also wir können da oben auf jeden Fall noch eine Moorrübe rausziehen. Hier muss es ja allgemein noch irgendwie weitergehen, oder? Bin ich so doof, hier den richtigen Weg zu finden? Ich glaube, ich muss die Musik dann einfach loopen lassen. Die ganze Zeit über F12 zu drücken, ist irgendwie auch so maximaler Giga-Fail. Ja, stimmt, genau, da oben konnte ich ja vorhin noch gar nicht so wirklich weitergehen. Vielleicht haben wir da oben... Ach, da oben wäre auch noch ein Felsen gewesen. Alle Wetter! Was für ein prächtiges Mineralaggregat! Hege den Verdacht, Herr Professor, meine dieses Stück Gestein.
Haha, so langsam kommen Sie meiner verschwurbelten Gelehrtensprache auf die Schliche, mein Lieber. Und da lobt die Musik auch schon wieder von vorne. Naja, wir werden es alle mal überlebt haben. Ein frischer Blutfleck. Nur ein paar alte Knochen. Okay, schade. Das scheint die Stelle zu sein, die uns die Indianerin als Heimatstadt, als Heimstadt des Bären bezeichnet hat. Haha, dann immer hinein. Ist das wirklich so eine gute Idee? Und ab, trete jetzt ein. Auf jeden Fall gehen wir da rein, machen wir den Bären platt. Irgendetwas ganz entsetzlich Muffiges hängt da im Eingang. Vielleicht ein altes Fell? Aber ein Fell mit Inhalt. Oh mein Gott. Und gütiger, die Bestie verströmt einen geradezu infernalischen Gestank. Dann analysieren wir sie doch erst einmal und Brüllfratze. Kann nicht schaden. Und dann machen wir schon mal eine Schutzmauer vor Eleonore. Und Heisen darf mal Schlaf probieren. Furz des Grauens. Oh Mann, ey. Und irgendjemand ist geschockt, das ist schlecht. 2000 Trefferpunkte, 80 MP, Stärken, Element Kälte, Tritte, Feuerwaffenpatrone und Besacken im dichten Pelz. Schwach gegen Element Feuer und Donner, Schläge und Überraschungen. Das klingt doch bisher alles ganz gut. Außer natürlich, dass wir jetzt blind sind, aber damit werde ich schon klarkommen. So, Überraschungen sind gut, also bekommt ihr Überraschungen. Ich hoffe, meine Eleonore ist schneller, damit Eleonore... Wo war es noch gleich? Einfach jeden schlechten Status heilt. Und hat der Schlaf funktioniert? Scheinbar nicht. Kämpft sich etwas blöde, wenn man sich ständig mit einer Hand die Nase bedecken muss? Krass, ey. Der Christi muss ja wirklich richtig schlimm stinken. Und er schläft ein, sehr schön. Dann habe ich ja jetzt genug Gelegenheit, das Team erstmal zu heilen. Mit einer Gruppenheilung. Und dann gibt es mal einen Feuerball auf den Gegner. Der Grizzly beginnt langsam die Pranke zu einem fürchterlichen Schlag zu heben. Ach, der Grizzly beherrscht auch eine Fähigkeit, die uns one-hittet. Auch wenn er gerade, ihr wisst schon, schläft. Erhöhen wir einfach mal seine Stärke. Oh, und ich merke gerade, auch im Kampf ist die Musik irgendwann mal ganz kurzzeitig vorbei. Das ist schlecht. Das Untier hat seinen Schmetterarm hoch über den Kopf erhoben. Irgendwie könnte Magwitz' Angriff stärker sein. Können wir noch irgendwas machen? Faustschlag. War das gut oder war das schlecht? Ich probiere es einfach mal kurz aus. Angriffsplus auf die Kreatur und... Der Grizzly beginnt seine wuchtige Pranke bedrohlich über dem Kopf kreisen zu lassen. Warum kann ein Grizzly genau dasselbe wie ein Affe? Und irgendwie erinnert mich das... Ich finde das aber eigentlich ganz cool, dass es das hier zweimal gibt sozusagen. Also, dass man den Grizzly-Pranke in ihren maximalen Schwung erreicht und wirklich niedersausen. Das ist die letzte Runde, die wir jetzt noch haben. Oh, der Gegner ist... Oh, wir haben es geschafft. 900 Erfahrungspunkte und Kraftbrühe erhalten. Na, nu, Bestie lässt einfach so von uns ab. Fast ist es, als sei ein böser Wahn von ihr gefallen. Dann hatten die Indianer womöglich recht mit ihrer Furcht vor einem bösen Bärengeist. Ah, sind sie wieder einmal dem Aberglauben verfallen, teuerste Bärengeist, ha! Dass die jetzt eine Lektion gelernt und mehr ist da auch nicht hinein zu orakeln. Dann scheint uns nichts mehr davon abhalten zu können, den Indianern Bescheid zu geben. Dann würde ich aber vorschlagen, werde ich zum nächsten Part mal gucken, wie ich genau weitermachen kann. Winnetou konnten wir auch noch irgendwie dazu gewinnen. Aber da weiß ich nicht so wirklich, was ich machen soll. Das werde ich einfach mal herausfinden und dann werden wir uns im nächsten Part einfach mal auf zum Indianerdorf begeben. Bis dahin bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr seid es auch. Bis zum nächsten Mal hierbei, die Reise ins All.